nothing can break me. Und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich melde mich mal wieder nach langer Zeit zurück. Letzte Woche kam ja kein Video online. Das Ding war einfach, ich war jetzt für 2 Wochen zu Hause. Bin jetzt am Sonntag wieder nach Passau gefahren. Und ja, ich habe zu Hause ein bisschen Handy-Detox gemacht. Ich habe einfach ein bisschen weniger Zeit an meinem Handy verbracht und habe einfach die Zeit zu Hause genossen. Ich dachte mir dann einfach, es ist dann wieder spannender, wenn ich dann in Passau nochmal filme. Ich bin jetzt nochmal für 1,5 Wochen hier, bevor ich dann für die Semesterferien ganz nach Hause fahre. Ich bin jetzt einfach nochmal hier, weil ich ja nochmal eine Abgabe habe und dann muss ich auch noch eine Präsentation abgeben. Die muss ich zwar erst Ende September abgeben, aber die mache ich zusammen mit der Lara und deswegen, ja, ist es ein bisschen einfacher, wenn man sich einfach persönlich treffen kann, statt das über FaceTime irgendwie zu machen. Natürlich wollte ich auch nochmal her, weil, ja, ich es einfach in Passau mag und ich ja auch hier wohne. Deswegen, ja, bin ich am Sonntag wieder hergefahren. Jetzt haben wir Mittwoch und heute war ich früh in der Bib, habe an meiner Hausarbeit weitergeschrieben. Also man kann das eigentlich gar nicht richtig Hausarbeit nennen. Wir müssen nämlich nur 5 Seiten schreiben. Und ja, ich habe aber noch nicht angefangen und ich würde es eigentlich gerne am Samstag wegschicken. Das heißt, ich habe ganze 4 Tage Zeit, aber ja, ich glaube 5 Seiten kriegt man schon hin. Ich habe heute schon 2 geschrieben, bin mir aber unsicher, ob ich jetzt das so richtig gemacht habe. Deswegen mal sehen, vielleicht muss ich da auch nochmal ein bisschen was dran ändern. Ansonsten haben wir jetzt kurz nach 1, ich werde mir jetzt was zum Mittagessen machen. Und zwar habe ich mir heute überlegt, dass ich Sommerrollen mache. Ich habe das euch ja auch schon im letzten Vlog, glaube ich, gezeigt. Und ich habe da einfach noch ein paar so Reisblätter übrig. Und deswegen dachte ich mir, ich brauche die jetzt einfach noch auf. Habe ein paar Sachen dafür gekauft. Das werde ich jetzt kochen. Und dann weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht richtig, was ich dann mache. Entweder ich mache noch ein bisschen was für die Uni. Oder ich plane meine Videos, weil ich will ja im September gern so eine Back-to-Uni-Reihe machen. Aber ja, da muss ich noch ein bisschen planen und schauen, wie ich das jetzt alles unter einen Hut bekomme, weil es ist generell in letzter Zeit sehr stressig bei mir. Es laufen halt gerade so noch nebenbei ein paar Sachen ab. Ich werde jetzt einen Podcast, glaube ich, nebenbei hören. Und genau. Ah ja, ich wollte eigentlich sagen, was ich heute noch machen will. Ja, später gehe ich dann mit der Miriam noch zum Sport, weil heute ist wieder Mittwoch. Ja, dann abends läuft wieder Bachelorette und ich freue mich sehr. So, ich habe jetzt gerade das Essen gemacht. Es ist wirklich kein schnelles Essen. Also ich glaube, ich habe jetzt dafür eine Dreiviertelstunde gebraucht. Aber ich habe es auch noch nie alleine gekocht, deswegen, ja, vielleicht, wenn man ein bisschen Übung hat, dann kann man das schneller zubereiten. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt 4 solche Rollen gemacht. Die sind wirklich fett geworden. Und es schaut auch ja, nicht so gut aus, aber ich habe da Kopfsalat rein, dann habe ich ein paar Glasnudeln rein, Karotte, dann ein paar Garnelen und ein bisschen Soße habe ich schon rein. Mal hier habe ich diese Erdnusssoße gemacht, das schaut jetzt echt nicht so gut aus. Naja, egal. Dann Räuchertofu habe ich noch drin, Karotte und Gurke, ich glaube. Das war's. Ist auch jetzt nicht so schön hinbekommen zu rollen. Ich glaube, ich brauche da einfach noch ein bisschen Übung. Aber ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Und nebenbei schaue ich jetzt YouTube-Videos. Also ich habe jetzt 2 Sommerrollen gegessen. Wie ihr seht, die ist aufgeplatzt. Ich habe es einfach nicht drauf. Das heißt, ich esse jetzt mit Gabel und Messer. Aber egal, schmeckt trotzdem gut. Aber ich glaube, nächstes Mal muss ich auf jeden Fall ein bisschen weniger reintun. So, wir haben jetzt 16:30. Ich habe vorhin ein bisschen noch gechillt, habe YouTube geschaut. Dann habe ich überlegt, soll ich noch was für die Uni machen, soll ich nichts mehr machen? Dann dachte ich mir, ich mache das jetzt einfach morgen, weil ich morgen auch wieder einen Platz in der Bib reserviert habe. Und ich glaube, ich kann dann da einfach besser an der Hausarbeit noch arbeiten. Und dann dachte ich, ich nehme jetzt einfach mein iPad und ja, plane ein bisschen meine Videos für September. Eigentlich mache ich das nie. Also ich plane nie meine Videos. Ich
stelle einfach immer eins online, wenn ich so Lust habe. Meistens am Sonntag, einmal die Woche. Aber ich habe ja eben diese Back-to-Uni-Reihe geplant. Und da musste ich mir ja jetzt überlegen, was ich da für Videos machen will. Habe euch auch auf Instagram gefragt. Übrigens, falls ihr mir nicht auf Instagram folgt, könnt ihr das gern machen. Übrigens, ich spiele mal mit dieser Flasche hier rum. Ich muss die einfach wegstellen. Ich will auch auf jeden Fall ein Q&A drehen. Da habe ich euch auch schon einen Fragebutton in meine Story gepostet. Habe da ein paar Fragen bekommen, habe mir die jetzt zusammengeschrieben, ja, welche ich da beantworten will. Und genau, habe so ein bisschen geplant und mir ist echt mal aufgefallen, dass ich da ganz schön viel vorhabe. Ich hoffe, ich schaffe das alles. Ich will das unbedingt machen. Vielleicht drehe ich auch morgen schon ein paar Videos oder ein Video oder keine Ahnung, wie viel ich eben schaffe. Und jetzt ziehe ich mich langsam um, weil ich gehe ins Fitnessstudio mit der Miriam. Miriam und ich sind jetzt wieder vom Fitness zurück. Wir haben heute Beine trainiert und es war echt ganz gut, aber meine Beine zittern jetzt so sehr. Wir sind so vorhin noch Stufen runtergelaufen. Ich dachte mir echt, ich kann nicht mehr laufen. Aber ja, wir sind dann noch zum Netto gegangen, weil wir haben schon die ganze Zeit überlegt, was wir heute zu snacken werden bei Bachelorette. Und dann haben wir erst überlegt, dass wir uns vielleicht Pommes kaufen, aber irgendwie hatten wir dann nicht mehr so Lust darauf. Deswegen haben wir dann noch ein Eis mitgenommen. Ist es noch im Tiefkühlfach? Ja. Soll ich das jetzt? Ja, ich kann es gleich raus tun. Top. Essen wir den ganzen Becher oder brauchen wir eine Schüssel? Ich weiß nicht, ich würde vielleicht auch noch ein paar Beeren reintun. Ich mag das ja immer mit Himbeeren. Ja. Ja, können wir machen. Wir haben uns. Oh, hier ist voll dreckig. Perfekt. Top vorbereitet. Ja, auf jeden Fall haben wir uns für dieses Eis hier entschieden. Wir sind schon richtig gespannt. Ich habe noch nie von der Marke irgendwas gegessen, aber ja, ich glaube, es wird gut. Ich esse es halt immer voll gern noch so mit Himbeeren oder Blaubeeren. Wir werden jetzt auf jeden Fall in Miriams Zimmer gehen und dann noch Bachelorette schauen. Und ich würde sagen, ich melde mich einfach morgen wieder. Guten Morgen. Ich mache mich gerade fertig. Ich habe nämlich heute Vormittag vor, ein paar Videos zu drehen. Ich habe euch ja gestern erzählt, dass ich diese Back-to-Uni-Reihe plan und dann dachte ich mir, ich filme einfach heute schon ein bisschen, weil ja, so viel Zeit ist doch nicht mehr. Deswegen habe ich mir den Vormittag jetzt dafür genommen. Und dann heute um 13 Uhr habe ich dann wieder einen BIP-Platz reserviert. Da werde ich dann zu BIP gehen und an meiner Hausarbeit weiterschreiben. So schaut jetzt erstmal mein Plan aus. Ich muss auch echt noch mein Zimmer aufräumen, bevor ich anfange zu filmen. Weil bei mir ist immer so, wenn mein Bett nicht gemacht ist, dann schaut mein ganzes Zimmer irgendwie aus. Also es liegen auch auf meinem Bett lauter Klamotten, weil, ich weiß nicht, es gibt ja immer so einen Stuhl, wo man immer die Klamotten so drauf schmeißt. Also das ist bei mir auf jeden Fall so. Und in Passau habe ich nicht so, also zu Hause habe ich so einen Sitzsack, da werfe ich dann immer meine Klamotten so drauf. Und hier lege ich sie dann auf den Stuhl. Wenn ich mich aber auf den Stuhl setzen will, dann lege ich sie wieder aufs Bett. Und wenn ich dann wieder ins Bett will, lege ich sie wieder auf den Stuhl. Also ja, irgendwie ein bisschen dumm. Ich glaube aber, jeder hat so einen Stuhl, wo man die Klamotten drauflegt. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht die Einzige. Ich habe auch schon überlegt, was ich jetzt als erstes filme. Ich glaube, ich drehe jetzt ein Q&A und vielleicht noch eine Roomtour, wenn ich schaffe. Aber dafür muss ich wirklich mein Zimmer aufräumen. Genau, das ist der Plan für jetzt. Ich schminke mich jetzt mal noch zu Ende. Ist ganz schön schwer, irgendwie die Wimpern zu tuschen und dabei zu reden, aber ja, das ist der Plan für heute. So, ich habe jetzt mein Zimmer soweit aufgeräumt, aber mein Problem ist, ich wollte gerade meine Kamera aufstellen. Und ich finde nicht dieses Teil, also da ist eigentlich noch so ein Teil drinnen, dass man die Kamera draufschrauben kann. Und es ist halt ziemlich klein. Und ich finde das jetzt einfach nicht in meinem Zimmer. Ich hasse das einfach, ich vergesse auch dieses Teil so oft. Also ich bin auch schon so oft losgegangen, um Bilder zu machen und dann habe ich das einfach vergessen. Ich muss mir das mal angewöhnen, das immer einfach drauf zu lassen, auf dem Stativ. Aber ja. Ich suche jetzt mal noch weiter und ich hoffe, ich finde das. Und wenn ich es gefunden habe, dann fange ich erstmal an zu filmen. Da kann ich natürlich nicht vloggen, weil ich die Kamera brauche. Aber ja, wünsche mir Glück, dass ich noch dieses Teil finde, weil das wäre jetzt echt ärgerlich. Ah Leute, ich habe es gefunden. Es war einfach
hier drin, wo ich meine Stifte auch rein tue. Ich habe irgendwie die ganze Zeit in meinem Regal geschaut, aber dass es da drin ist, wusste ich jetzt nicht mehr. Na gut, jetzt kann ich auf jeden Fall beruhigt, anfangen zu filmen. So, ich habe jetzt 3 Videos hintereinander gerade gedreht. Ich habe sowas von viel geredet. Das Ding ist auch immer, wenn man die ganze Zeit mit sich alleine redet, das ist teilweise auch komisch. Aber mir macht es natürlich unglaublich Spaß. Aber ja, es ist schon immer ein bisschen anstrengend, auch die ganze Zeit so mit der Kamera zu reden. Und ja, dann verspreche ich mich öfters, dann muss ich es wieder neu drehen. Aber ich habe jetzt ganz gut was geschafft. Vielleicht drehe ich dann am Samstag oder so nochmal ein paar Videos. Hier ein kleiner Einblick. Ich habe euch gezeigt, was in meiner Unitasche so drin ist. Jetzt haben wir 10:50 und ich glaube, ich werde jetzt noch eine Kleinigkeit essen, weil ich wirklich sehr Hunger habe. Und dann werde ich auch meine Bib-Tasche packen und schon zur Bib gehen. So, das ist jetzt mein Snack. Ich habe einfach Tomate Mozzarella geschnitten und da ein Basilikum drüber gegeben und so Balsamico drüber getan. Und dann habe ich noch 2 Scheiben Brot mit körnigem Frischkäse. Und dann habe ich so Knoblauchpulver, Paprikapulver und Salz drauf. Und ja, ich liebe einfach gerade körnigen Frischkäse. Ich könnte das echt jeden Tag essen. Wieder zu Hause. Wir haben jetzt 5:15 und boah, ich bin irgendwie jetzt richtig fertig. In der Bib war es richtig anstrengend irgendwie, weil ich habe versucht weiterzuschreiben, bin aber nicht richtig weitergekommen und dann wusste ich nicht so, was ich machen soll, weil ich mir einfach so unsicher war, was ich jetzt genau da schreiben soll. Und ja, dann saß ich erstmal so ein bisschen rum, habe prokrastiniert und wusste nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich mich ja Schritt für Schritt irgendwie durchgearbeitet und dann ging es dann auch irgendwann. Also jetzt zum Schluss habe ich auch noch, also ich muss den Werbespot analysieren und dann habe ich die Musik zum Schluss noch analysiert und das ging eigentlich ganz gut. Habe ich mir jetzt lauter Stichpunkte gemacht und das schreibe ich jetzt dann morgen noch aus und dann mal sehen, wie viel ich noch brauche. Oder ich ändere bestimmt auch noch mal 10.000 Mal was um. Aber ich will sie ja am Samstag oder spätestens am Sonntag früh dann wegschicken. Aber ansonsten war es eigentlich ganz gut. Ich habe auch eine kurze Pause gemacht. Habe mir einen Kinderriegel gekauft. Jetzt bin ich gerade zur Tür reingekommen. Habe mir schon gleich gemütliche Klamotten angezogen. Und jetzt chill ich noch so 10 Minuten. Und dann koche ich mit der Miriam zusammen. Wir wollen nämlich heute Burger machen. Und dann, heute Abend, haben wir uns überlegt, dass wir noch so ein bisschen Wellnessen gehen. Weil in dem Fitnessstudio ist ja auch ein kleiner Wellnessbereich. Und da haben wir gesagt, dass wir das dann heute noch ausnutzen. Und dann für 2-3 Stunden da noch hingehen. Heute Abend, um ein bisschen zu entspannen von der Prüfungsphase. Ich freue mich jetzt schon richtig auf die Burger, weil ich habe mega Hunger. Aber ich könnte auch gerade gleichzeitig schlafen. Naja. So, die Tasche ist gepackt. Ich nehme auch ein Buch heute mit. Und zwar habe ich endlich mal das andere Buch zu Ende gelesen. Ich habe richtig lang jetzt, wie heißt nochmal? Die Stille vor dem Fall, glaube ich. Oh, wenn ich schon nicht mehr weiß, wie das Buch heißt. Aber es war echt gut. Also wenn das jetzt nicht stimmt, dann blende ich euch hier nochmal den Namen ein. Aber jetzt habe ich mir von der Veronika, also von meiner Stiefschwester, ein neues Buch ausgeliehen. Und zwar von Fitzek, der Insasse. Ich habe da jetzt schon bisschen gelesen. Bin gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht. Ist halt kein Liebesroman oder so, sondern echt was Spannendes. Aber ja, ich finde es immer ganz cool, irgendwie ein Liebesroman zu lesen und dann wieder was Spannendes. Also ich mag beides sehr gern. Genau, deswegen nehme ich das auf jeden Fall mit. Und genau, wir gehen jetzt los.
ich habe mich jetzt gerade bettfertig gemacht. Sind vorhin so um 9 Uhr wiedergekommen. Dann war ich schnell duschen. Ich mache noch schnell das Fenster gerade zu. Ja, wir sind um 9 Uhr wiedergekommen. Dann war ich noch schnell duschen. Und dann habe ich mich eigentlich nur noch ins Bett gelegt und habe jetzt noch ein bisschen YouTube geschaut. Und jetzt war ich gerade noch im Bad, habe mich noch gar bettfertig gemacht und jetzt werde ich auch schon schlafen gehen. Ich bin auch echt richtig müde und ich würde jetzt auch den Vlog hier beenden. Danke auf jeden Fall an jeden, der bis hierhin geschaut hat. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich gerne tun, um keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann immer ihr auch das Video schaut. Und wir sehen uns auch schon beim nächsten Mal. Ciao! Nothing can break me.